Willkommen zum Profil-Talk auf SchauTV. Wir schauen auf die Titelseite von Österreichs unabhängigem Nachrichtenmagazin. Diesmal geht es um den Rücktritt von Gesundheitsminister Rudi Anschober und dazu im Studio Profiljournalist Clemens Neuholt und Herausgeber Christian Reiner. Schön, dass ihr beide da seid. Hallo. Clemens, wie schaut ihr zurück auf die Amtszeit und auf den Abgang von Rudi Anschober im neuen Heft? Also mit Rudolf Anschober ist der über weite Strecken beliebteste Minister dieser türkis-grünen Regierung zurückgetreten. Das spricht Bände über die Probleme im Corona-Krisenmanagement und gibt auch Einblicke, wie sehr zermürbt schon die türkis-grüne Regierung nach nicht einmal 1,5 Jahren ihres Bestehens ist. Wir stellen uns darüber hinaus die Frage, kann man neben Kurz überhaupt überleben? Das werden wir nachher noch genauer besprechen. Zuerst mal die Frage, was hat denn Rudi Anschober als Gesundheitsminister richtig gemacht und was auch falsch, Christian? Er war über die 12 Monate eine Art Vertrauensfigur für die österreichische Bevölkerung, irgendwie auch ein Ombudsmann, also jemand, dem man lange vertraut hat. Das hat sich abgenützt, im Übrigen natürlich nicht nur bei ihm, sondern bei Gesundheitsministern auf der ganzen Welt. Also ich habe gerade eine Statistik gesehen, es ist die Hälfte aller Gesundheitsminister weltweit, dürfte zurückgetreten sein, ich glaube in Tschechien, jetzt schon zum 4. Mal, also nicht ganz unüblich. Aber er war das Gesicht dieser Pandemie und hat sicherlich dazu beigetragen, dass über lange Zeit die Bevölkerung schon sehr handzahm gegenüber dieser Regierung war. Das hat sich jetzt zum Schluss geändert. Das hat sich sehr parallel auch der Vertrauensindex in diesen Minister und in den Bundeskanzler und in die Regierung insgesamt geändert. Und gleichzeitig steigt, sieht man ganz gut, die FPÖ in den Umfragedaten. Und da ist ein klarer Zusammenhang da. Ist das dieser Unmut, der auch in der Bevölkerung wächst, aufgrund der Maßnahmen, aufgrund der teilweise auch nicht mehr Nachvollziehbarkeit der Maßnahmen? Einerseits aus objektiven Gründen, die du gerade genannt hast, Unmut darüber, dass vieles nicht funktioniert, wovon man glauben sollte, es müsste funktionieren. Ob das funktionieren kann in einer Pandemie dieser Art, ist ja eine ganz andere Frage. Und dann eben auch subjektive Einflussfaktoren. Die Bevölkerung hat es einfach satt nach einem Jahr. Daran ist die Regierung sicherlich nicht schuld. Daran wird sich nicht viel ändern lassen. Außer man wäre in China oder in anderen autokratischen Staaten. Da könnte man was ändern. Das wollen wir nicht. Zurück zu Rudi Anschober. Er ist ausgebrannt, er kann nicht mehr. Das hat er ganz offen gesagt in einer bewegenden Pressekonferenz bei seinem Rücktritt. Woran ist er denn abseits seiner gesundheitlichen Probleme oder seiner Ausgebranntheit noch gescheitert? An der ÖVP? Natürlich. Inwiefern? Er hat es nicht geschafft, zwei Dinge zu vereinbaren, einen guten Job zu machen und parallel auch einen Partner, der politisch wie eine Maschine funktioniert, in Schach zu halten und auch mit der nötigen Härte auch da oder dort einmal in die Schranken zu weisen. Er hat alles auf sich genommen, an sich gerissen fast. Also ein Riesenministerium mit viel zu vielen Agenten in Zeiten einer Pandemie. Zusätzlich ist teilweise bis 2 in der Früh noch irgendwelche Akten gewälzt, dann kaum einen Medientermin ausgelassen, weil er eben dieser, wie du gut treffend sagst, Ombudsmann war. Er wollte immer jedem erklären, wie es weitergeht und alle Maßnahmen abwägen. Und gleichzeitig hat er es mit Kurz zu tun, der bei der kleinsten Schwäche schon einmal drauf geht und dann auch einen Minister, dem so beliebt ist, wie er war, dann auch dort oder ein bisschen, wie man auf gut Wiener sagt, anrennen lässt. Was hört man denn so? Was hat sich denn da hinter den Kulissen sonst noch so abgespielt? Auch in den letzten Wochen zwischen Kurz und Anschober vielleicht sogar? So wie Clemens das dargestellt, das sind zwei Dinge. Einerseits war Rudi Anschober natürlich von vornherein nicht in der Konstitution für ein Amt dieser Art. Niemand war das und er besonders nicht. Wäre nur normaler Sozial- und Gesundheitsminister gewesen, dann wäre das eine ziemlich einfache Geschichte gewesen. Also man darf nicht vergessen, jeder, der scheitert dran, vielleicht eher ganz besonders. Aber, und das hat der Clemens gesagt, gegenüber dieser Machtmaschinerie, diesem Umfrage-Gehorsamsmonstrum, das die Volkspartei ist, hatte er wenig Chance. Und wir sind sehr nahe dran am Geschehen. Wir sprechen mit vielen Leuten in der Volkspartei, auch bei den Grünen. Und es sind dann einfach oft nur Kleinigkeiten. Also die Art und Weise, wie man den Grünen, aber vor allem dem Gesundheitsminister, gezeigt hat, dass er schwach ist, dass er nicht funktioniert, dass er stimmt, zu wenige Entscheidungen trifft, das zermürbt natürlich ganz stark. Also wenn wir uns nur daran erinnern, an die Aktion des Bundeskanzlers vor etwa 3 oder 4 Wochen, als er über die Bande Brüssel
gespielt hat, nur um den beliebter werdenden, Clemens hat es gesagt, beliebter werdenden oder dem beliebten Rudi Anschober eins auszuwischen und einen ehemaligen Sektionschef auszutauschen, den berühmten Herrn Auer, über die Bande Europa mit einem Kollateralschaden, der unglaublich ist. Aber der Aufwand wurde gemacht, um das Gesundheitsministerium als solches gerade zu richten, um dem Minister Anschober zu schaden und im Endeffekt nur um Herrn Auer auszutauschen. Da sieht man schon, mit welcher Strategie und mit welcher Macht die ÖVP da regiert und wie der Bundeskanzler vorgeht. Ist nach hinten losgegangen. Wir haben keine einzige Impfdosis zusätzlich bekommen. Mit viel Glück vor gestern, glaube ich, zusätzliche BioNTech-Dosagen, 1 Million für Österreich. Der Bundeskanzler stellt sich hin und tut, als wäre das sein Verdienst, hat überhaupt nichts mit Österreich zu tun oder mit ihm. Also das ist die Machtmaschinerie und ein Teil der Zermürbung des Gesundheitsministers, des Ombudsmannes und damit des beliebtesten Ministers hängt schon sehr stark damit zusammen. Und das ist ja nicht der erste Minister oder nicht der erste Koalitionspartner, der unter Sebastian Kurz eingebrochen ist. Gibt es da überhaupt jemanden, der bestehen kann bei so einer übermächtigen ÖVP? Natürlich, einer, der auch Machtpolitiker ist. Der zum Beispiel sagt, ich möchte ein weiteres Beispiel bringen, weil das für mich so im Rückblick wieder so unglaublich war. Als die im Sommer die Menschen, die vom Balkan zurückkamen, kontrolliert werden sollten, das hat man Anschober umgehängt. Da muss er doch sagen, ja, nett, machen wir, ist Job des Innenministers. Und er hat aber für sich in Anspruch genommen, okay, dann mache ich das auch noch und hat ein Chaos erzeugt, weil seine Mitarbeitern ins Wochenende gingen und am Wochenende hatten die Bundesländer Kärnten es mit einem unglaublichen Stau an der Grenze zu tun. Also das war ein derartiger Ballerwatsch, für den er dann verantwortlich war. Und der Innenminister hat sich abgeputzt, hat gesagt, die Gesundheitsbehörden haben das noch gut gehört. Da hätte er sagen müssen, das ist nicht mein Job. Und dann rutscht der Herr Innenminister aus oder der Herr Kurz und nicht er. Und sein Anspruch war, das alles zu lösen und zu machen. Und ehrlich gesagt, nach einem Burnout, das ich schon einmal überwunden habe, nicht besser mit meinen Ressourcen und Energieressourcen umzugehen, das hat mich schon immer wieder erstaunt. Die Position des Zweiten in einer Koalitionsregierung ist immer extrem schwierig bzw. unmöglich. Die Sozialdemokratie in Deutschland hatte keine Chance gegenüber Angela Merkel und Angela Merkel war nun wirklich nicht der Zuchtmeister der Sozialdemokraten, wie es Sebastian Kurz gegenüber allen Koalitionspartnern natürlich ist. Es gibt ganz wenige Fälle, in denen der Zweite als Koalitionspartner es schafft, Nummer eins zu werden. Man braucht einen USP und den hatte Sebastian Kurz ja, als er die Koalition mit Faymann, mit Christian Kern aufgekündigt hatte. Sein USP hat erkannt, er vorher als Integrationsstaatssekretär und Außenminister konnte die Ausländerkarte spielen und hat sie beinhart gespielt und hat sich Wählerstimmen von der FPÖ einerseits und von der Sozialdemokratie andererseits geholt. Aber ohne diesen USP ist es immer schwierig, als Zweiter in einer Koalitionsregierung. Es gibt kaum Fälle, wo der Zweite Nummer eins wurde, auch nicht im Jahr 1999 und 2000, als Wolfgang, als der letzte große Machtwechsel stattfand. Es gab nachher natürlich noch einen in die andere Richtung oder zwei. Aber Wolfgang Schüssel war Nummer drei und hat als Nummer drei dann den Bundeskanzler gestellt. Aber auch ihm war es nicht gelungen, Viktor Klima oder die Sozialdemokratie niederzuringen. Durch den Abgang jetzt von Rudi Anschober wächst der Unmut zwischen den Koalitionspartnern? Oder ist jetzt wieder eher mehr Ruhe eingekehrt? Ich würde eher zu Zweiterem tendieren. Ich bin erstaunt, wie kalt auch die Grünen sein können. Weil, so wie man Kogler zugehört hat, Feuer und Flamme für den Neuen, der hat Energie, der kann klare Ansagen machen. Das war fast ein bisschen wie ein Nachtreten ist zu hoch gehängt, aber mit dem ausgepowerten Anschober noch an der Seite war das fast ein bisschen eine Kritik im Nachhinein. Also die fahren jetzt munter weiter. Ich habe auch für die Geschichte mit der Umweltministerin gesprochen. Also da hat man überhaupt nicht den Eindruck, dass die irgendwie abgenutzt ist. Die sprüht vor Energie und die will einfach ihre Dinge durchziehen und ist, glaube ich, froh, wenn sie das kann. Also ich tendiere zu Zweiterem, weil die Grünen sich von Anfang an so angepasst haben an Türkis, eingepasst haben. Und
das wollen sie durchziehen. Ich glaube, sie wollen einfach ihre 2, 3 Erfolge in der Umweltpolitik einräumen. Die Migration haben sie sowieso, sie hat die Kinderabschiebung komplett überlassen der ÖVP, daran wird sich nichts ändern. Und das ist es. Wie leidig zu sein, würde natürlich nichts helfen. Das heißt, auf der obersten Ebene ist es genauso, wie es der Clemens sagt, dass die Basis mit dem, was hier abgeht, nicht zufrieden ist. Einerseits dem Umgang in der Koalition, andererseits damit, dass die grünen Themen jetzt nicht vorrangig sind, sieht man gut an den Umfragen, während die ÖVP ja bei 33% liegt und damit irgendwie zwischen den beiden letzten Wahlresultaten haben die Grünen in allen Umfragen sehr viel verloren, also von oben runter gerechnet, ein Drittel der Wähler. Also wenn die jetzt bei 10% liegen und vorher bei 13, 14 waren. Die Basis ist unzufrieden. Schauen wir jetzt noch schnell auf den neuen Gesundheitsminister, auf Wolfgang Mückstein. Wie schwer wird er es denn haben und ist er der Geeignete für dieses Amt, um uns aus der Krise, aus der Pandemie zu führen? Zwei gute Fragen. Ich glaube, er wird es nicht wahnsinnig schwierig haben, außer es kommt jetzt noch die Supermutation, weil im Prinzip ist jetzt doch vieles auf Schiene, wo er nicht mehr in dem Maße beansprucht sein wird, wie sein Vorgänger. Aber deine andere Frage war, ist er der Richtige für den Job? Also von der Job Description her, und ich bin, glaube ich, nicht ganz alleine mit der Meinung, nein, überhaupt nicht. Er ist Arzt, aber man braucht hier keinen Arzt, sondern man braucht eher einen Industriemanager, jemanden, der managen kann. Man braucht viel politische Erfahrung. Hat er die? Nein, hat er nicht. Er hat eine Gruppenpraxis aufgebaut. Das klingt immer sehr gut, aber das ist eine kleine Praxis mit 3 Eigentümern und, ich weiß nicht, 20 Ärzten oder so. Also nein, seine politische Erfahrung ist in der Ärztekammer. Also Arzt braucht man nicht. Ich merke am Rande auch noch an die Tatsache, dass er ein Bachelor in traditioneller chinesischer Medizin ist. TCM ist vielleicht noch nicht gewürdigt worden. Allerdings wird ihm das wahrscheinlich jetzt nicht das große Problem bereiten. Dankeschön euch beiden. Der Rücktritt von Rudi Anschober und die Machtverhältnisse zwischen ÖVP und den Grünen im neuen Profil. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen.